Grundsätzlich ist die Möglichkeit gegeben, dass man steuerlich Kosten für die Tätigkeit von zu Hause aus absetzen kann. Das berühmte Arbeitszimmer, das immer wieder angefragt wird bei uns in der Arbeiterkammer, ist aber ein sehr heikles Thema. Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass man die überwiegende Zeit in diesem Arbeitszimmer verbracht hat. Der Gesetzgeber meint, 90% oder mehr wäre die Voraussetzung. Ist das nicht gegeben, dann kann man das Arbeitszimmer leider steuerlich nicht absetzen. Ist es gegeben, dann gibt es die Möglichkeit, die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Arbeitszimmer gestanden sind, in einem komplizierten, aufwendigen Verfahren, wo Prozente, wo Quadratmeter auszurechnen sind, in Ansatz zu bringen. Grundsätzlich muss man hier von zwei Kategorien unterscheiden. Die eine Kategorie ist, dass man die Arbeitsmittel selbst gekauft hat. Dafür hat man normalerweise Belege oder Rechnungen. Wenn der Arbeitgeber diese Kosten ersetzt, dann sind sie steuerlich nicht mehr absetzbar. Andererseits werden sie auch nicht versteuert. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Arbeitgeber diese Arbeitsmittel zur Verfügung stellt. Zum Beispiel bekommen Sie ein Handy, Sie bekommen einen Laptop. Wenn das der Fall ist, dann können Sie von der Steuer leider nichts mehr absetzen, weil Sie ja dadurch keinen Aufwand mehr haben.